Ganz herzlich willkommen zu Who Am I? Und in dieser Podcast-Reihe dreht sich ja alles um die Frage, wer sind wir Menschen in unserer wahren Essenz? Und heute zu Gast ist Volker Schulze. Ganz herzlich willkommen, lieber Volker. Hallo, liebe Judith, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Volker, erstmal die erste obligatorische Frage an dich. Wie beantwortest du die Frage für dich, wer bist du in deiner wahren Essenz? Ja, nach dem, was ich als Jugendlicher erlebt habe, lautet die Antwort für mich: Ich bin ewige Präsenz. Ich bin Licht und bedingungslose Liebe. Wow, toll. Ja, und du hast ja schon gesagt, dass du in deiner Jugend, also kurz angedeutet, dass du in deiner Jugend Erlebnisse hattest, und zwar zwei sogenannte Out-of-Body-Experiences oder außerkörperliche Erfahrungen. Erzähl doch mal, wie ist das passiert? Was hast du erlebt? Ja, beide Erlebnisse hatte ich im Alter von 14 und 15 Jahren. Und ich hatte damals eine schwierige Lebensphase und spielte gedanklich mit der Überlegung, aus dem Leben zu scheiden, dass das alles keinen Sinn hat, weil ich mich völlig isoliert fühlte. Und diese Überlegungen gingen vielleicht tiefer, als ich damals dachte, weil ungefähr 2, 3 Wochen später, ich kam aus der Ganztagsschule nach Hause. Meine Eltern waren beide auf der Arbeit und mein Bruder war auch noch in der Ganztagsschule. Ich war also alleine. Und bin in das gemeinsame Zimmer meines Bruders und von mir gegangen. Und ich wollte eine Langspielplatte auflegen. Radioaktivität von Kraftwerk. Das war meine absolute Lieblingsgruppe damals. Und ja, ich lege die Schallplatte auf und lass die Tonnadel sich senken. Und ich weiß noch genau in dem Moment, ich sah nur die Tonnadel, wie sie sich senkte. Und in dem Moment, es hörte sich an wie Schallwellen und sie prallten gegen den Körper. Und ich versuche das mal ein bisschen zu visualisieren und auch auszusprechen, auch wenn es sich seltsam anhört. Es fühlte sich an und hörte sich an wie wuh, wuh, wuh. Und in dem Moment stürzte ich einfach zu Boden. Und ich lag auf dem Bauch, alle Viere von mich gestreckt und die Augen waren geschlossen und ich konnte sie nicht öffnen. Ich war voll bei Bewusstsein und man kann sich vorstellen, wie dieser zwanghafte Versuch, die Augen zu öffnen. Und das funktionierte nicht. Und in dem Moment, es fühlte sich an, als wenn mich jemand an den Füßen fast hinten und mich aus meinem Körper rauszieht. Und das erzeugte eine Panik in mir, weil in dem Moment ich verlor total die Kontrolle über alles. Und ich hatte so eine Angst, dass ich meine Hände zu Krallen formte und in den Teppich grub, um das Rausziehen zu verhindern. Und das funktionierte nicht. Und ich möchte im Vorhinein sagen, so heftig sich jetzt der Anfang anhört, um die Gemüter vielleicht etwas zu beruhigen. Ich bin unendlich dankbar, dass mein Widerstand nicht stark genug war, dass das geschehen konnte und durfte, was geschah. Nachdem ich den Körper verlassen hatte, änderte sich das Bewusstsein, das Denken. In dem Moment war ich mehr in der beobachtenden Position. Es war alles dunkel um mich herum
und ich saß auf einem Motorrad. Und zur Erklärung, ich liebte damals Motorräder und ich glaube, dass wir, wenn wir so etwas erleben, Bilder gezeigt bekommen, mit denen wir etwas anfangen können, damit wir in der Situation merken, es hat etwas zutiefst mit uns selbst zu tun. Ja, und ich sitze auf diesem Motorrad und wie gesagt, alles ist dunkel und schwarz. Und da war nur der Gedanke, ja, Volker, irgendwann kommt eine Kurve und die siehst du ja nicht. Und dann fliegt das Motorrad mit dir zusammen raus und dann ist es tot. Und in dem Moment gab es einen Szenenwechsel. Ich stand auf einem Feld und dort waren Ähren, also Korn. Und es wiegte sich ganz sanft, sowas von sanft. Und es war eine Melodie zu hören, ein Klang, wie ich ihn zuvor nie gehört hatte und auch hier auf der Erde nie mehr. Ich könnte umschreibend sagen, sphärische Töne, aber sehr sanft, liebevoll getragen, sie beruhigen. Und es war nachts und Sterne am Himmel, wunderschön. Und ich schaue in dieses Feld, also ja, aus der Position ausschauend. Und vor mir baute sich ein Licht auf. Und das war geformt wie ein Kokon, wie ein Ei. Und dieses Licht, es wurde größer und dann konnte ich ein Pulsieren wahrnehmen. Es schwingte in Liebe. Und diese Liebe ist überhaupt nicht vergleichbar mit der von uns als Menschen empfundene Liebe zu einem anderen Menschen. Diese Liebe ist so durchdringend, sie ist pulsierend, sie ist bedingungslos, absolut. Es erzeugt ein Gefühl von totaler Geborgenheit. Alles ist gut. Und als ich das wahrnahm, baute sich um dieses Licht eine, hört sich seltsam an, eine Telefonzelle auf. Ja, und ich habe das erst Jahre später für mich verstanden. Also ich sage es im Vorhinein, für mich steht die Telefonzelle als Symbol für Kommunikation mit dem höheren Selbst. Und dieses Licht war dann innerhalb dieser Telefonzelle und plötzlich stand ich im Licht. Und ich konnte aus der Telefonzelle heraussehen, aus dem Licht heraus nach draußen und sah mich selbst auf dem Feld stehen und wie ich zur Telefonzelle gucke und mir so zuwinke. Und der Blickwinkel änderte sich, die Perspektive, und ich stand auf dem Feld und guck zur Telefonzelle und sehe dieses wundervolle Licht und wie ich da drin stehe. Und dann ging die Perspektive nochmal zurück, ich in der Telefonzelle, und dann spüre ich auf einmal, nehme wahr, wie diese Telefonzelle mit mir sich vom Boden, vom Erdengrund löst und wie in einem Aufzug nach oben fährt, Richtung Himmel. Und ich sah mich auf dem Feld unten stehen, wie ich nach oben gucke und mir zuwinke. Und ich winke mir von oben nach unten zu. Und dann gab es einen Schnitt. Und augenblicklich war ich in meinem Körper, nahm mich 100% präsent wahr, konnte sofort die Augen öffnen und habe nur gedacht, wow. Du hast nicht geträumt, Volker. Und ich war 14. Ich wusste nur, irgendetwas hast du erlebt, was den üblichen Rahmen des Bewusstseins total sprengt. Und ich war so ergriffen, ich bin sofort aufgestanden und habe alles aufgeschrieben in mein Tagebuch.
Und ich habe damals einen guten Freund gehabt, der war 1, 2 Jahre älter. Und er war der Einzige, mit dem ich damals darüber sprach. Das heißt, du hast auch nicht mit deiner Familie darüber gesprochen? Nein. Das war so außergewöhnlich, so seltsam. Die Engländer sagen strange. Als mit dem Freund. Und das Schöne war, der verstand das. Und der, ich weiß nicht woher, er schien ein Wissen zu haben, weil er sagte zu mir: Volker, du hast ein Geschenk erhalten und du wirst das in deinem ganzen Leben nicht vergessen. Und das wird etwas mit dir machen. Und ich weiß noch, wie ich den anguckte und sagte: Was willst du mir jetzt damit sagen? Und er sagte nur: Das musst du jetzt gar nicht verstehen. Und wirst du auch nicht. Heute frage ich mich, woher wusste er das? Unglaublich, ne? Und ja, danach habe ich das verdrängt. Obwohl es so einschneidend war, es war zu viel für meinen Verstand. Habe ich das zur Seite gedrängt erstmal. Und circa ein Jahr später, ja, geschah es dann noch einmal. Und ich weiß genau, dass es ein Jahr später war, weil ich das eben in mein Tagebuch notierte. Meine Eltern waren damals umgezogen schon. Und ich hatte jetzt ein eigenes Zimmer und komme wieder. Also wie beim ersten Mal, es war circa 15 Uhr. Ich komme nach Hause, die Eltern sind arbeiten, waren arbeiten. Mein Bruder war auch nicht da. Ich bin in meinem Zimmer und denke, ach, ich möchte jetzt gerne die und die Schallplatte hören. Und die hatte mein Bruder in seinem Zimmer. Und ich stehe auf und möchte das Zimmer meines Bruders betreten. Und ich kam nur bis zur Tür. Ich stand unter der Türzarge. Und in dem Moment kamen diese Wellen und diese Geräusche wieder. Und Panik. Ich hatte Panik, weil ich konnte mich nicht mehr erinnern an das Wunderschöne, die Liebe. Es war nur, ich verliere die Kontrolle schon wieder. Ja, und dann, ich erlebe das, als wenn es gestern war, immer noch. Weil das kann man nicht, ich kann es nicht vergessen. Ich bekomme mit, wie mein Körper nach vorne fällt in das Zimmer meines Bruders. Und er hatte links ein Bett stehen, ein Sofa. Und daran glitt mein Körper runter. Und ich hatte das Gefühl, ich kann es nur beschreiben, wie es damals war. Ich will es vielleicht heute anders ausdrücken. Ich hatte damals das Gefühl, als wenn ich selbst, ich ganz leicht rechts den Körper verlasse. Und leicht nach oben gehe. Und in dem Moment war alles schwarz. Totale Schwärze. Und ich hatte als Kind Panik vor Dunkelheit, vor Schmerzen. Und da nicht. Ich hatte das Gefühl zu schweben. Kein Körper. Ich war reiner Geist. Und es gibt keine Polarität, keine Dualität, kein Denken im Sinne von oben, unten, kalt, warm. Es ist einfach. Und du erlebst alles aus einer absoluten Präsenz des Jetzt. Keine Vergangenheit, keine Zukunft. Unmittelbar jetzt. Und ja, es fällt mir immer noch manchmal etwas schwer, das so zu sagen, weil dann viele sagen, ja, alles klar, Volker, na, jetzt holen wir, jetzt kommen die Männer mit der weißen Jacke. Ja. Weil ich hörte eine Stimme und diese Stimme, die hört man nicht mit den Ohren. Sie ist in einem, also wenn ich mich jetzt körperlich vorstelle, dann würde ich sagen, in einem oder du selbst bist in allem. Aber da oben oder wo
bist du kein Körper, gar nichts. Diese Stimme schwingt in deinem ganzen Sein. Das ist die beste Beschreibung. Du spürst sie mit allem, was ist. Mhm. Und diese Stimme sprach mich mit meinem Namen an und sagte wortwörtlich: Volker, willst du wirklich sterben oder willst du weiterleben? Und diese Stimme war wie das Licht, bedingungslose Liebe. Und sie schwang auch in bedingungsloser Liebe. Ich fühlte mich so geborgen. Und dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe löst ein Gefühl aus. Viele Menschen, die sowas durch Meditation erlebt haben, sagen, das ist orgastisch oder wie 5 Orgasmen. Und da sage ich, nein, das kann es nicht ansatzweise umschreiben. Es ist pure Ekstase. Die Inder sagen Glückseligkeit, Ananda. Mhm. Und ja, in dem Moment, wo diese Stimme mich das fragte, konnte ich mein Leben sehen. Und den Unterschied zu Nahtoderlebnissen von Menschen, die durch einen Unfall oder eine Krankheit ins Koma gefallen sind oder kurz vor dem Tod waren durch einen Unfall, sah ich das Leben nicht wie diese Menschen rückwärts, was sie immer umschreiben, auch in der Literatur, sondern ich sah mein Leben vorwärts. Ich habe sogar leichte Erinnerungen dadurch an die Inkarnation. Ich habe meine Geburt erlebt und dann abschnittsweise die Stationen meines Lebens bis zu dem Zeitpunkt, wo es geschah. Und das absolut Faszinierende ist, und es ist sehr schwer in Worte zu fassen, man stelle sich vor, man sitzt in einem Kinosaal und hat eine Leinwand vor sich. Mhm. Der Projektor bringt die Bilder jetzt ganz schnell hintereinander. Sie rasen so nach dem Motto, ein Bild nach dem anderen. Tak, 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 tak. Und obwohl es wie Bruchteile von Sekunden nur ist, sieht man oder erlebte ich die einzelnen Stationen, als wenn es 2 Stunden dauert. Wie wirklich ein ganzer Film. Und das Wunderbare ist, in diesem Zustand, es ist ja keine Dualität, es ist non-dual. Alles ist in einem Punkt enthalten, das gesamte Wissen, alles. Und deswegen versteht man das. Und Ursache und Wirkung, warum ist das und das in meinem Leben passiert? Was habe ich selbst dazu beigetragen? Was habe ich gedacht? Was ist geschehen? Und auf einmal habe ich erkannt, das hat alles Sinn und Zweck. Und dann kam die Situation, dass ich meine Zukunft sehen durfte. Und bei dem zweiten Erlebnis war ich ja 15 Jahre alt. Und ja, was dann viele Menschen als unglaubwürdig oder mich als unglaubwürdig in dem Moment dann empfinden oder meine Aussage als unglaubhaft ist, dass ich dieses Wissen, was ich über meine Zukunft gesehen habe, nicht mitnehmen durfte. Ich weiß nur konkret, dass ich die Zukunft gesehen habe. Und das kann ich deswegen so klar sagen, weil ich weiß noch genau, was ich geantwortet habe auf die Frage, ob ich wirklich sterben möchte. Als ich das sah und verstanden hatte, war wortwörtlich, und ich habe mich vorher nicht mit diesen Sachen beschäftigt, war meine Antwort mental, nein, ich will nicht sterben. Ich will weiterleben, denn ich habe meine Aufgabe auf dieser Welt noch nicht erfüllt. Und dann sagte diese Stimme, gut, dann musst du jetzt so und so atmen, um zurückkehren zu können. Und ich nahm nur wahr, wie mein Atem einsetzte, weil ich konnte das gar nicht bewusst machen. Also wie jetzt sagen, ich atme jetzt mal nicht und jetzt fange ich wieder an zu atmen. Nein, es atmete mich einfach in dem Moment. Und dann entgegengesetzt zu dem Fahrstuhl,
der mich damals nach oben trug, diese Telefonzelle mit dem Licht, war es jetzt so, ich vom Gefühl her, ich stand wieder in einem Fahrstuhl und der raste zur Erde. So richtig so. Und ich kam mit einem richtigen Ruck in meinem Körper an und ging so. Und im selben Moment konnte ich meine Augen öffnen. Und da war wie beim ersten Mal nur der Gedanke, wow. Und mein Leben änderte sich dadurch, weil ich wusste in dem Moment einfach, die Geburt ist nicht der Anfang und der Tod ist noch nicht mal das Ende. Der sogenannte Tod ist eine reine Illusion. Das, was wir alle sind, ist ewig, kann nicht sterben. Mhm. Und ja, ist bedingungslose Liebe. Und dann fing ich an, Bücher zu lesen, Nahtoderlebnisse, Reinkarnation, außerkörperliche Erfahrung, Astralprojektion. Und dann fand ich vieles wieder und habe gemerkt, Mensch, klasse, Volker, da passiert auch anderen Menschen. Und das gab mir schon ein bisschen auch Geborgenheit, weil das ja. ist überwältigend, wenn man das erlebt. Und dann in so frühen Jahren auch. Mhm. Und am Anfang war ich so traurig, dass ich mich nicht erinnern konnte, was die Zukunft denn da für mich bereithält. Und es macht natürlich Sinn und Zweck, wenn ich mich entscheide, zurückzukehren, dann komme ich ja in diese Dualität. Und hier muss ich selbst entscheiden. Und ich glaube, dass ich das sehen durfte, damit ich dieses Gefühl nie vergesse und einen Anreiz habe, egal was kommt, weiterzumachen. Weil es gab viele Stationen in meinem Leben, wo ich sage es ehrlich, am liebsten weggerannt wäre und wieder der Gedanke da war. Und da habe ich gesagt, nein, egal was geschieht, das darfst du nie machen. Und du hast deine Aufgabe nicht erfüllt, du hast sie ja noch nicht mal ansatzweise erkannt. Weitermachen, einfach weitermachen. Ja, und jetzt bin ich hier. Super. Erstmal ganz, ganz lieben Dank für ja, die wirklich eindrückliche Schilderung deiner Erlebnisse. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was ist unter Dualität zu verstehen und was ist unter Non-Dualität zu verstehen? Also falls man das jetzt überhaupt so kurz in Worte fassen kann. Ja, ich versuche es ein bisschen. Also dual hat immer in der Wahrnehmung einen Gegensatz. Oben, unten, kalt, warm, Liebe, Angst. Ein zeitliches Empfinden von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, also linear. Non-dual heißt, es gibt keine duale Wahrnehmung. Alles ist in einem Punkt enthalten. Die Zeit kann man sich vorstellen als Punkt oder sie ist eine Illusion. Wie auch Metaphysiker heutzutage sagen, die Zeit ist nicht linear. Sie ist allerhöchstenfalls punktuell. Mhm. Und alles Wissen ist darin enthalten. Und deswegen ist die Information von allem in allem enthalten. Und das gibt, wenn man das Leben aus solch einem Blickwinkel sieht, ein ganz anderes Erleben natürlich. Mhm. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen... Super, ganz toll. Ja, vielen Dank. Und ja. Einfach noch eine letzte Frage. Kannst du dich... Also jetzt, wo du wieder im Körper bist, kannst du dich immer wieder auch, oder ist es dir möglich, dich an diese unfassbare Liebe anzudocken? Oder ist es nur noch eine Erinnerung, die du aber hier gar nicht in die Erfahrung bringen kannst? In mir ist seitdem natürlich, für mich natürlich, eine totale Sehnsucht danach, diese bedingungslose Liebe erneut zu erfahren. Zwischen den Menschen kann Liebe wunderbar sein und wundervoll sein, besonders wenn sie projektionsfrei ist.
ein hohes Ziel. Aber es hat mit der bedingungslosen Liebe nicht viel gemein. Und ich kann das Gefühl ansatzweise immer wieder in mir fühlen. Und besonders dann, wenn ich meditiere. Mhm. Und wenn ich immer mehr in meinen inneren Raum einkehre. Ja, oder schön. Wenn ich mich total verbunden fühle und eine solche Glücksgefühle durch mich durchströmen, wo ich sage, ich bin verbunden mit Himmel und Erde, fließen durch mich, dann habe ich so ein Glücksgefühl in mir, dass ich platzen könnte. Und dann, wenn ich zum Beispiel mal hier am Rhein auf dem Deich bin, dann schreie ich Danke. Dann muss ich dieses Gefühl der Glückseligkeit rausgeben in die Welt und einfach sagen Danke. Und ja, dann geht einfach alles weiter. Und diese Dankbarkeit und dieses Glücksgefühl hat sehr viel mit der bedingungslosen Liebe zu tun. Super, schön. Und noch eine allerletzte Frage. Gerne. Wenn du schon einmal da bist. Kannst du den Menschen, die jetzt dieses Video schauen und die vielleicht gerade in ganz anderen Gefühlen sind, vielleicht in Angst, weil das sind ja herausfordernde Zeiten, in Angst, in Sorge. Ja. Kannst du denen irgendwas mit auf den Weg geben, wie sie vielleicht ja, in dieses andere Gefühl von Liebe oder Frieden, also wie sie das erfahren können, unabhängig davon, ob die Umstände jetzt eben gerade, die äußeren Umstände sehr herausfordernd sind, ja, oder beziehungsweise unabhängig von den äußeren Umständen, so. Ja, das ist natürlich, ich kann dazu was sagen, ja. Aber schauen wir mal, wie viele Wege, es gibt auch spirituelle Wege. Ich versuche das jetzt so einfach runterzubrechen, wie es geht. Unsere Gedanken, die wir uns machen, haben unendliche Kraft. Und ich glaube, es ist den meisten Menschen nicht bewusst, dass wir mit unseren Gedanken die Welt formen. Und zumindest, wie wir sie erleben. Und wenn ich immer nur denke, das Leben ist schwer oder ich habe nie Glück, dann setzt sich das ins Außen, ins sogenannte Außen, um. Der einzige Weg daraus ist, sich selbst zu beobachten, wie denke ich hauptsächlich, welche Glaubenssätze habe ich. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Sich dessen bewusst zu werden und versuchen, erstmal die Gedanken etwas positiver auszurichten und bewusst zuzulassen, in die Stille zu gehen. Und da muss man gar nicht groß Techniken anwenden. Hinlegen, hinsetzen. Einfach ein bisschen auf den Atem achten. Der Geist wird ruhig. Der Geist wird ruhig. Das ist eine Frage der Übung. Und dann werden die meisten Menschen, und das garantiere ich jedem, der das mal öfter praktiziert, wird er in sich ich nenne das Raum, etwas finden, wo Ruhe ist und Frieden. Und dort kann man etwas finden, was mit einem selbst zutiefst zu tun hat. Und dann erschüttern dich die Dinge in der Außenwelt nicht mehr so. Und du nimmst trotzdem voll am Leben teil. Und auch Ängste werden sich immer wieder melden. Aber diese Ängste sind unser Ego-Denksystem. Darüber könnte ich jetzt wahnsinnig viel erzählen, aber ich glaube, das wird den Rahmen des Videos sprengen. Oder des Interviews. Das machen wir einfach in einer anderen Folge, würde ich sagen. Ja, gerne. Sehr gerne. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Volker. Judith, ich bedanke mich von Herzen, dass ich erzählen durfte bei dir. Schön. Also ich finde, das waren ganz wichtige, wundervolle, sehr lichtvolle Botschaften. Und ja, wenn es euch
gefallen hat, dann hinterlass doch gerne einen Kommentar oder leitet das Video an andere Menschen weiter, von denen ihr das Gefühl habt, dass diese Botschaft vielleicht gerade wichtig für sie ist. Ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.